Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, meine Freunde. Wie ich es euch gesagt habe, ich habe das hier einmal offline gemacht. Offscreen. Oh mein Gott, ich sag's schon wieder. Weil ich bin noch fünfmal gestorben. Das ist echt, also ganz, ganz böse gewesen. Ein Treffer von denen und ich war platt. Da war's vorbei. Oh, der hat einen Bart. Ja, auf jeden Fall. Hier ist jetzt Schicht im Schacht. Wir haben es endlich geschafft. Und ab jetzt, ja. Überlege ich mir doppelt und dreifach, wo ich hingehe. Weil das war mir jetzt eine Lehre. Ich denke, ich werde jetzt erstmal ein bisschen stärker. Und dann geht's weiter. So. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Ja, schönen guten Tag. Komm her, sing was für mich. Na, dann nicht. Dann gehen wir jetzt. Na los, hoppel mal ein bisschen schneller. So. Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Falsche Richtung. So, okay. So. Nein, Karte will ich haben. Und zwar gehen wir hier hin. So. Ah, das war ja nicht auszuhalten. Also ganz ehrlich, ich musste, ja, das offline machen. Offscreen, ich sag schon wieder, das gibt's ja gar nicht. Junge, 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 Junge. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es ab jetzt besser wird, dass es ab jetzt ohne Probleme klappt. Und ich wollte das euch Was aber ist auch dein nicht. Problem? Mein Problem? Dass ich gerade x-mal verreckt bin. Ich bin deprimiert ohne Ende. Also halt die Backen, Junge. So. Ja, ich wollte es euch auf jeden Fall. Ja, nicht. Dass ihr den Kram miterleben müsst. Das war gruselig, grausam. So, Stufe 3 haben wir erreicht. Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidungen? Das tut eigentlich mein Großvater, aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Neuankömmlinge. Ob Valka unter ihnen ist? Tja. Gute Frage. Ja, hier war ja doch irgendwas, ne? Mit Neuankömmlingen. Ach ja. Hallo, Doug. Du hast dich jetzt nicht gerade gut geschlagen, mein Freund. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Was haben wir denn hier? Können wir auch noch was einstellen? Dann machen wir doch. Was machen wir denn hier? Ach komm, wir machen mal einen Brunnen. Müssen ja nicht überall Odin-Statuen stehen haben. Oh. Ist doch was Schickes. Okay, jetzt. Schauen wir mal, Quests. Sprich mit den Anführern des Sommerheers. Okay. Finde die Kodexseiten. Grüße die Neuankömmlinge am alten Steg der Siedlung. Ah, dann machen wir das doch mal, oder? Marschieren wir doch mal dahin. Hoppala. Schneller, Eva. Ein bisschen schneller kannst du schon. Ich habe noch nie etwas von einem Flusskempen gehört. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber frag ruhig Eivor. Sunifa und ein Fremdling. Was führt dich zu uns? Wagen und seine Mannschaft behaupten, große Schätze zu erbeuten. Sie wollen sich Refnatorp anschließen. Wenn ihr zu uns gehören wollt, so verlangen wir nur harte Arbeit und Treue. Silber oder Gold sind nicht nötig. Wir würden es aber auch nicht ablehnen. Schön, dich zu treffen, Eivor. Und es winkt dir mehr als nur edle Metalle.
Wir erscheinen vielleicht müde und zerlumpt. Aber wir kennen geheime Wege entlang Englerlands Küste, an denen du reiche Güter für Chefnatorp finden wirst. Und ihr wollt sie mit uns teilen. Warum? Wenn sich der Tisch vor zu viel Köstlichkeiten biegt, ruft man Freunde, um gemeinsam zu genießen. Wir suchen Freunde und Feste. Ich zeige es dir. Ich nehme dich mit auf einen Raubzug, sobald unser Schiff geflickt ist. Ich weiß das Angebot zu schätzen und nehme es gerne an. Ja, sehr schön. Jomskai. Aha. Und? Wie gefällt dir unsere Anlegestelle? Ah, sie ist unseres Langschiffs würdig. Komm und sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Null Problemo. Aber erst einmal schauen wir uns noch ein bisschen um. Ah, ich denke nicht, dass ich noch irgendwas aufbauen kann, ne? Ich habe nur noch 15 von diesen komischen Dingern. So, hier könnt ihr üben. Macht mal. Okay, und wer seid ihr hier? Du redest nicht mit mir. Du auch nicht. Redest du mit mir? Nee, natürlich nicht. Warum sollte hier auch irgendwer mit mir reden? Oje, bist du durch? Er ist durch. So, was haben wir hier Schönes? Hindert nicht verfügbar. Die irische Außenposten verschafft den Zugang zu den Inhalten der Erweiterung Zorn der Druiden. Ah, was? Was steht da noch? Besuche den Shop. Erweiterung im Animus Shop. Okay. Na, gucken wir uns erstmal um. Ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt. Da vorne ist noch eine neue Statue. Na, das heißt Statue. So ein Dings zum was auszusuchen. So, was nehmen wir hier? So, komm, nehmen wir den hier. Okay, schick. So, was haben wir hier? Ist das die Küche? Ah, nur noch 15, aber Brauerei. Plus 25 Gesundheit. Ah, hätte ich das vorher gewusst. Da ist jemand drin, der will mit mir reden. Da sind wir also. Ja. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. Nein, nicht lesen. Wer bist du? Ich habe hier ein paar Sachen, die einfach nach dir rufen. Hm. Erzähl mir, was du hier tust. Ich kaufe und verkaufe alles Mögliche. Und ich habe ein gutes Netzwerk an Händlern, was bedeutet, dass ich fast alles besorgen kann, worum du mich bittest. Und das alles hier. Hm. Es gibt nur eine Sache, die ich besorgt haben will. Zeigst du mir deine Waren? Mitch, was redest du da schon wieder? Bist du mal artig? Du brauchst das doch, auf jeden Fall. Bist du dir da sicher? Du bist ganz schön teuer. Das Eisenerz. Aha. Das solltest du kaufen. Der Schlangenbogen. Hundezahn. Als Freundin rate ich dir, das zu kaufen. Ach, guck dir das an. Das kann man sich auch holen hier, hm? Thors Ziege. Der ist sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob man die Kohle noch für irgendwas Wichtiges braucht. Aber ist was, komm. Eivor, ja, eine vorzügliche Wahl. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Eivor. Und Thors Ziege will ich haben. So. Das war's dann aber. Ist der Einkauf schon erledigt? Ja. Aber kann ich dir nicht auch was verkaufen? Was kannst du mir heute anbieten? Na hier, guck, verkaufen. Da haben wir es doch. Hoppala. Was ist das? Trockenes Brot.
Ja, Wert 1, na toll. Da habe ich ja viel Wertvolles. Oje. Ich scheine ein ziemlich armer Mann zu sein. Tierinnereien. Lecker. Das ist sonst nichts. Nope, reicht. Wir haben bisher kaum geredet, Yan Li. Und ich weiß nichts über dich. Was hat dich nach Englerland verschlagen? Ich wünschte, ich hätte eine spannendere Geschichte für dich. Ich kam aus dem fernen Yung-Jo. Ohne Grund eigentlich. Neugier, denke ich. Das ist keine ausgefallene Geschichte. Eine junge Frau packt das Reisefieber und fährt auf einem Handelsschiff mit. Vermisst du deine Heimat? Ja, oft. Ich habe vor, eines Tages zurückzukehren oder vielleicht Freunde und Familie herzulocken. Aber es besteht keine Eile. Hier bist du jedenfalls immer willkommen. Oh, ich werde bald ein paar Gewürze aus dem Osten für ein Festmahl haben. So sehr ich eure Gastfreundschaft schätze, das Essen. Nun, ihr seid stets bemüht. Die armen Wikinger. Du bist Nun muss entlassen. ich gehen. Auf bald. Wir sehen uns, Eivor. Das überlege ich mir noch. So. Brief von Janlis Familie. Noch nie waren wir so froh, einen Brief von dir zu erhalten. Welch wunderbare Nachricht. Unsere kleine Knospe ist jenseits des Meeres erblüht und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit du irgendwo lang genug lebtest, dass wir dir Pakete schicken konnten. Ich hoffe, die Gewürze und das Öl bringen dir Freude. Es brach uns das Herz zu hören, dass sie dir zu essen geben, was sie dir zu essen geben. Vielleicht werden, wenn du ihnen etwas Gewürz anbietest, ihre Zungen lernen, deinen Namen richtig auszusprechen. Da musst du es ihnen nicht mehr so leicht machen. Naja, sie kann ja auch einfach sagen, wie sie heißt. Und man kann ja zuhören, ne? Also. So, wer warst du hier oben? Ach, die Jagdhütte. Okay, die war teuer. Da ist jemand drinne. Möchtest du mit mir reden? Sag mir doch noch mal, was du hier machst. Wenn du Tiere jagst, kannst du hinterher zu mir kommen. Und wenn du etwas ganz Besonderes hast, hänge ich es gerne an die Wand. Allerdings kann ich nicht viel machen, bis du mir einen Platz zum Arbeiten schaffst. Ich werde nicht auf notdürftigen Tischen und im Dreck gerben. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Grüß Petra, wenn du sie triffst. Petra? Ich kenne keine Petra. Ah, guck hier. So. So, hier packen wir mal Thors Ziege hin. Sieht lustig aus. So. Wie, der gäbt doch gar nicht im Dreck. Guck doch. Was lügen wollt. So. Die Troller schon wieder. So, was haben wir hier? Oh, die Bäckerei. Auf plus 25 Gesundheit. Also, Bäckerei und Brauerei, die brauchen wir. Was braucht der denn hier? Wie oft muss ich mich denn noch töten lassen dafür? 45. Oh Gott. Er braucht 45. Ich habe nicht mehr so viel Verzierungen. Berserker Waffenlager. Na gut, lassen wir die Berserker hier üben. Da gibt es bestimmt auch so ein Ziel, so wie man das machen sollte, oder? Ja, wir werden sehen. Hi, schon gut doch. Lesen, schon wieder was zu lesen. Hinweis an die Krieger von Aedis. Ihr seid nie sicher. Ständige Wachsamkeit. Haltet eure Augen und Ohren offen. Eure Körper stark. Und euren Geist selbst in Momenten des Friedens auf den Kampf ausgerichtet.
Werdet nie nachlässig, denn sonst schlagen sie zu. Und wer auch immer die schweißtriefenden Winkel in die Kiste mit den sauberen legt. Ach, Wickel legt. Ich finde dich und schicke dich persönlich zur Hehl. Ja. Ne? Embryostellung? Geht's dir nicht gut? Nein. Toter Fisch. Die kommt mir nicht. Was ist dein Problem? So, was ist mit dir? Ich muss gehen. Ich muss gehen. Bleib gesund. Naja. Die sieht ziemlich krank aus. Ach ja, hier ist die Odin-Statue. Hier auch. So, gibt's hier noch irgendetwas, was ich bauen kann? Ah, hier vorne ist noch jemand. Was ist das? Schiffswerkstatt. Ah. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich das Aussehen ändern muss. Was tust du hier noch gleich? Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Mhm. Jetzt ist es allerdings wichtiger, dass du uns eine Arbeitsstätte baust. Beeil dich damit etwas, ja? Ja. Wir sehen uns später. Immer chillig bleiben, Mädchen. Immer chillig bleiben. So, was ist mit dem hier? Ah. Komm, wir machen noch eine Zielscheibe hin. Oh, das mit der Sonne sieht schön aus. Das haben wir, das haben wir. Gut, ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, noch einmal aufzubrechen. Aber... Na, warte, wo war der? Na, genau. Ich nehme den da hinten mal. Wir fahren zumindest schon mal zur neuen Quest. Und schauen mal, was uns da bevorsteht mit den Jungs und Mädels von der neuen Bande. So, dann erzähl mal. Bereit, Segel zu setzen? Flussraubzüge. Flussraubzüge sind eine größere Herausforderung als gewöhnliche Raubzüge. Bieten aber auch die Chance auf neue Ausrüstung, Waffen und ausländische Güter, mit denen du deine Joms-Wikingerhalle ausbauen, das Flussraubschiff verbessern und bei Wagen kosmetische Entwürfe erwerben kannst. Aber Vorsicht, wenn du während eines Flussraubzugs stirbst, verlierst du alles, was du bei diesem Raubzug erhalten hast. Auch deinen Fortschritt. Oh. Okay. Nein, ich bin nicht bereit. Nein. Noch nicht. Es herrscht Flaute. Ja, vor allem bei mir im Magen. Das ist... Ja. Wie soll ich sagen? Ich habe Angst. So. Wir haben wieder 4 Punkte. Ich brauche Gesundheit. Hier ist Gesundheit. Nein. Das machen wir nicht. Na, Alter, nicht zurücksetzen. Was machst du denn? Bist du crank? Okay, Moment. Ich habe gesagt, ich brauche Gesundheit. Ein Nahkampf ist auch nicht schlecht. So. Hier haben wir Gesundheit. Geht nicht? Ach so, ich muss hier rum, ja. Och, nö. Ah. Okay. Ja. Ah. Hier wäre ich schneller bei Gesundheit gewesen. Aber. Ach. Da legst du dir doch nieder. So. Gut, keine Punkte mehr. Aber alles vergeben. Ja.
Dann, da das heute keine, ja, gewinnbringende Folge war. Keine Folge, wo ich euch was Elbo, wirklich... wie schön, dich hier zu sehen. Oh, wo kommst du denn her? Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valker, liebe Valker, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deine Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Sind nicht überall, Halla. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns vom Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Hm. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel, aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Ja, wohin denn mit ihr? Valker! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Bist du es, Valker? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen, was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann ihn nur für deine Arbeit ein, das wird ihm guttun. Der arme Kerl. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Salve, Eivor, ad Meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Siehst du, dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis auf das, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er spricht auch zu mir, aber es laut auszusprechen fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Mach ich. Okay. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Ja, keine Hektik. Valker, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen. Und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft. Ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Gut. Na, dann haben wir ja doch noch eine Quest abgeschlossen. Während wir jetzt hier
eigentlich nichts zu tun hatten. Ja, also für euch war es eine chillige Folge. Für mich war es, ja, es wurde dann auch eine chillige Folge für mich, aber zuvor war sie deprimierend. Weil ich so oft eine Axt im Rücken hatte. So oft hat der Dicke mir seine, seine komischen Dornkugeln da um die Ohren gehauen. Keine Ahnung, wie nennt man das Ding denn? War das ein Morgenstern oder so? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist er mir auch auf den Kopf getreten und so weiter und so fort. Also der hat mich richtig fertig gemacht. Und nicht nur der, da ist auch so ein kleiner Gewitzer mit einem kleinen Messerchen gewesen. Ey. Kann euch sagen, einmal und nie wieder. Aber meine Freunde, das war jetzt für diese Folge alles. War nicht viel, aber es war wenigstens eine Folge. Beim nächsten Mal gehen wir wieder zusammen auf Beutezug. Und ich hoffe, dann schaffe ich es auch beim ersten Mal direkt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, habt einen schönen Tag. Genießt alles, was ihr habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.